Es regt zu How to be Held der Steine von CEO, bekannter YouTuber. Lego Schauen Mag. wir rein. Zum Abschluss nochmal was Entspannteres. Let's go. Lego mag keine Züge. Das wissen wir. Leider. Ich mag aber Züge. Ja, Leute, es wird endlich mal Zeit, nachdem ich im letzten 15 YouTubern x Sekunden Held der CEO ist Steine immer wieder perfekt gut. parodiert habe. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine im Frankfurter Main, im Herzen von Europa, in einem kleinen Laden, an einem wunderschönen Tag. Mann, mit der Begrüßung allein kann man schon 10 Minuten füllen. Und schaut mal, was ich mitgebracht habe. Die 863er 9er 7er Box mit dem Zusatz 638334 in der Gruppe 983395678912 wurde mir super oft vorgeschlagen. Ich soll doch mal ein How-to-be machen zu dem Held der Steine. Und ganz ehrlich, das ist eine arschgeile Idee. Also habe ich mich einen ganzen Tag hingesetzt und nichts anderes gemacht, als die Videos von Held der Steine zu analysieren, damit ich euch erklären kann, was diesen Kanal so ausmacht. Das ist kein Klemmbaustein, das ist nur ein Würfel mit Warzen-Lego. Bitte nicht verklagen, okay? Spaß. Ein klares Raus von Lego. Verklagt. Alles Geld her. Also wer es nicht weiß, Lego war tatsächlich dagegen, dass Held der Steine dieses Logo hier verwendet für seinen Kanal, aber dazu später mehr. Denn wir legen jetzt los. Ihr wollt also wissen, was den Kanal so ausmacht. Nun, das erkläre ich nun in 5 Schritten und... Los geht's. Schritt 1 ist der Psychoblick. Ja, weil das Erste, was man sieht, meistens definitiv. So 10, 15... Der Psycho-Blick, der erste Blick der Reader ist auch immer herrlich. Frames lang, kann meine aber auch manchmal Angst. Eine Sekunde sein. Ist tatsächlich nichts. Kriegt man fast wirklich mit der Angst zu tun. Nichts anderes als dieser Gesichtsausdruck. Und erst war ich so, ja. Leute, übertreibt man nicht so krass Psycho, ist der Blick ist auch mal wieder nicht. Doch dann bei seinem Weihnachtsspecial. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Die Erdmännchen, der Baum und ich, wir sind schon ganz aufgeregt. Alter, da war ich so, wow! Das ist doch der Blick, den der Mensch macht, bevor er den nächsten spitzen oder scharfen Gegenstand neben sich nimmt und erst seine Familie und dann die halbe Nachbarschaft ermordet. Du, Thomas, was ist denn eigentlich los? Thomas, jetzt beruhig dich. Ich gebe dir auch alles, was ich habe. Hier ein Lego-Set mit lauter bunten, recycelten Teilen. Oh nein. Ach ja, by the way, weil ich gerade Thomas gesagt habe, Held der Steine heißt mit dem richtigen Namen eigentlich Thomas Panke. Also Panke, nicht Planke, weil der Fehler ist mir schon mal passiert. Er ist am 8. September geboren und daher vom Sternzeichen... Eine Jungfrau. Und wow, 1980 ist er nochmal ein ganzes Jahrzehnt älter als ich. Alter, ich wusste nicht einmal, dass man so verdammt alt sein kann. Machen wir weiter mit Schritt 2, die Begrüßung. Und niemand, wirklich niemand auf YouTube hat eine Begrüßung, die so derbe lang ist. Die Begrüßung ist wirklich ewig lang. Ich meine, ich habe schon eine unendlich lange Begrüßung mit meinem Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Video. Heute geht es darum, es ist schon wirklich, aber Held der Steine ist ja nochmal um einiges. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. Alle einen fantastischen Tag! Ist ja ich finde, diese wirklich. Begrüßung lädt auch irgendwie Vollgas zum Parodieren einfach ein. Bei dem bayerischen Format Schildernde Basics konnte ich es mir ja auch nicht verkneifen. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held des Bieres und ich wünsche euch einen super schönen Tag aus dem Mittelpunkt des Universums Bayern. Jo, und heute bauen wir mal den neuen Ferrari von Lego auf, den aus der Box 83767833965 oder so. Die bauen euch gleich mal Zonne. Held der Steine ist trotzdem ein wundervoller Kanal. Schaut mal beim Held der Steine, schaut beim CEO vorbei, schaut beim Held der Steine vorbei, schaut bei mir vorbei. Könnt überall vorbei schon. Held der Steine ist was man mal gesehen haben muss. Es ist YouTube-Klassiker. Es ist unbedingt sehenswert. Damit es der sexy ausschaut, wenn es fertig ist. Die ist doch frustrierend. Ich weiß, mein Humor ist ein bisschen komisch, aber ich gebe mir Mühe mit meinen Videos. Aber generell muss ich Thomas loben. Seine Videos sind immer super strukturiert. Er benutzt sogar diese neue Funktion von YouTube, dass man die Timeline so einteilen kann. Ich glaube, ich muss das auch mal machen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie schön, wenn man sich ein Video so zurechtfindet und genau gucken kann, wo man gerade ist. Moment, steht da wirklich Hotte Hü? Thomas, ich mache mir langsam wirklich Sorgen um deinen geistigen Zustand. Ein Jaugelbär. Naja, machen wir weiter, oder? Schritt 3 ist dann der große Beef mit Lego. Denn ja, wenn es eine Weisheit gibt auf dem Kanal Held der Steine, dann ist das folgende. Ach, die Weisheit Lego mit Held der Steine ist auch immer gut. Und jetzt auch solche Compilations, wo dann immer die Weisheiten oder so Best-Ops aus Held der Steine oder dann großartig, wo das dann immer aus dem Kontext gerissen wird, finde ich auch toll. Lego hat die Hosen voll. Yeah.
Ich muss zugeben, als ich den Kanal zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, dass der Kanal nur darum geht, dass Thomas eben so zeigt, was so Neues von Lego auf dem Markt ist. Gut, ich habe auch geglaubt, dass Lego der einzige Klemmbausteinehersteller ist. Da habe ich mich ganz schön geirrt, oder? Richtig. Nee, aber ich will gar nicht so viel drüber erzählen. Aber hallo. Ich wusste, ich habe auch eine Weile lang Lego nur benutzt. Aber ich hatte mal dieses, ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller das ist. Ich hatte mal diese irgendwie irgend so eine Ostmarke von Lego. Einerseits hier dieses Emoli, was dort im Schrank habe, das ist auch von einer anderen Marke. Da habe ich so eine hier die Harzer Schmalspurbahn, habe ich mir mal mit, das ist nicht von Lego, das ist irgendeine andere Bauart. Also ich habe auch anderes als Lego. Was ist genau für ein Beef zwischen Held der Steine und Lego? Aber ich kann es halt auch wirklich teilweise wirklich nicht. Das, also meine Kindheit war nur Lego und das ist halt wirklich, hat halt auch wirklich ein Monopol. So her. Stattdessen blende ich einfach diesen Clip ein, da sieht man ganz gut, was er jetzt so von Lego hält. Lego ist für mich in der Sympathie so auf einem Level mit Nestle, EA und so. Und die Anwälte in Großkonzernen, also in diesen Großkanzleien da, sind für mich auch sympathiemäßig irgendwo zwischen Investmentbankern und Menschen, die Kindern das Pausenbrot in Sand schmeißen, eingeordnet. Irgendwo dazwischen liegen. Na, meinst du jetzt? Das ist ja so. Meinst du jetzt? Alter, ich glaube, eines Tages werde ich Anwalt von einem Großkonzern. Also, man merkt schon, Held der Steine hat was gegen Lego und irgendwie kann ich sogar verstehen, wenn man sowas sieht wie das hier zum Beispiel. Das hier ist das für 50 Euro. Das ist das 100-Euro-Lego-Schiff im Vergleich. Ja, Gott, so ein Akku. Boah, das ist teuer. Kann man sich hier nur verarscht fühlen. Das ist wirklich teuer, das 230 Euro. Also wenn man mal die Videos von Held der Steine sieht und wenn der da Vergleiche anstellt, also mit dir, wirklich was, also Lego verarscht die Kunden wirklich am Stück. Das ist wirklich, das ist mittlerweile, wie gesagt, gerade eben, das 50-Euro-Set und das 100-Euro von Lego, das ist halt, die wollen das Geld vom Kunden, die wollen den Kunden nichts Gutes geben, die wollen das Geld. Möglichst wenig für viel Geld. Ja, noch günstig. Wie soll denn eine Firma ein Technikmodell ferngesteuert mit Akku auf den Markt bringen für unter 230 Euro? Ihr müsst sowohl Bluetooth als auch euren Standort aktivieren. Wenn die Kinder damit spielen, guckt, ob nicht ein fensterloser Van irgendwo steht. 180 Euro. Geht mal in euch und überlegt, was ihr so in der Bausteinwelt für 180 Euro bekommt. Und dann zieht euch das Ding rein. Alter, diese Burg mit über 5000 Teilen bekommt man für 180 Euro? Alter, bei Lego kostet gerne mal so ein Motorrad schon irgendwie 160 Euro. Und das ist ja gar kein Vergleich mit dieser wunderschönen Burg hier. Die Preise von Lego sind halt wirklich enorm. Es sind wirklich schon enorme Preise für nix. Hübschen Innenhof. Wer hält der Steine guckt, der weiß es. Fahrt, eine süße Schmiede, einen vollbeweglichen Baum. Alter, ich will das haben, Mann! Grüße gehen raus an Bluebricks, bitte schickt mir diese Burg zu. Ich mache auch wirklich freiwillig super viel Werbung für euch. Warum ist ja... Na, Bluebricks zum Beispiel, es gibt so viele andere Entwickler, so viele andere Hersteller, die dann dich so viel besser machen. Für günstige Preise. Doch ausverkauft, ohne Scheiß. Ich will diese Burg. Schritt 4 ist das Meme-Potenzial. Es ist wirklich so geil, es ist scheißegal, was Thomas sagt. Man kann immer irgendwie so ein Meme draus basteln. Ich habe auch extra für dieses Video, damit ihr versteht, was ich meine, auch welche gemacht. Ich mag die Dinger natürlich. Ist doch vollkommen klar. Richtig, genau. Jumbo, ja. Und ja, das kannst du halt mit jedem dritten Satz bei ihm machen. Der Typ ist wirklich ein lebender Meme-Generator. Aber auch so muss man einfach bei seinem Content immer wieder schmunzeln. Das ist einfach so. Ich meine, guckt euch mal das an. Und eines Morgens, da hatte ich mich einfach so gefühlt, als sollte ich einen Todesstern bauen. Im Traktor. Ferngesteuert. Weltklasse. Die Räderchen laufen super. Gell? Meine Güte, geht ab. Gibt's keine Schwierigkeiten mehr in irgendeiner Form. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Gut, das letzte habe ich so. Hätte Steine, muss man auch irgendwann mal drauf reagieren. So, wir machen das wirklich ein genialer Kanal. Das ist wirklich, wenn ich weiter noch Reactors mache jetzt, dann werde ich noch weiter, dann werde ich irgendwann mal auf Held der Steine reagieren. Das ist ein sehr guter Kanal. Auch Zeus Kanal ist sehr gut. Hin editiert, das war nicht so ein Video drin. Aber trotzdem ist seine fröhliche Art halt irgendwie ansteckend, oder? Oder? Richtig. Doch kommen wir nun zur Erkenntnis. Held der Steine ist ein Kanal, wo einfach so ein richtiger Papa-Humor rausgehauen wird. Und ich glaube, genau das macht den Kanal so ein bisschen aus, dass man das Gefühl hat, man hockt so mit seinem Papa am Tisch und erzählt so ein paar Geschichten von früher. Ich bin ja ein ihr wisst, quasi Kriegskind, ja?
Also alt. Und der Onkel erzählt davon ja auch immer. Und in meinen Erinnerungen von meiner Jugend, die sind alle schwarz-weiß, noch so lang ist das her. Als nächstes schimpft er dann sarkastisch über Dinge, die er nicht mag. Ach übrigens, falls ihr so sagt, coole Idee, kann ja zum Beispiel sein, vielleicht ist ja jemand von euch noch kreativ, Lego möchte das nicht, aber vielleicht seid ihr es. Und zu guter Letzt redet er über seine Lieblingsautos. Und das ist ganz klar der Sportwagen, würde ich mal sagen. Das ist mehr so der Familienvan. Genau. Das kann man doch nur abschließend sagen, Held der Steine ist ein super geiler Kanal. Zumindest finde ich es gut, dass so ein Content mal Zuspruch bekommt auf YouTube. Wir haben ja genug Kinder, die denken, es wäre geiler Content, wenn man Hundescheiße erst aufsammelt und dann auf fremde Menschen wirft. Ey, was ist denn da wieder los? Seine Videos sind nebenbei erwähnt komplett ungeschnitten, also wenn er mal irgendwie was rumfriemeln muss oder so, dann sieht man das ohne Cut in voller Länge. Das muss man schon irgendwie mögen halt irgendwie oder man skippt halt einfach weiter. Aber das erklärt auch diesen Blick am Anfang, er macht einfach die Kamera an und go. Da wird nichts weggecuttet, weder vorne noch hinten, ist einfach ein One-Taker und fertig. An der Stelle Thomas, hallo, hi, ich heiße auch Thomas. Ich kann Videos schneiden, das heißt, falls du einen Cutter brauchst, schreib mich an. Schreib mich an, 0190. Nee, aber es kann auch gut sein, dass dieses Ungeschnittene den Kanal vielleicht sogar irgendwie ausmacht. Schreibt mir jetzt aber gerne mal rein, was ihr so vom Held der Steine haltet und lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Das Video war ja nicht wenig Arbeit und die Wohnung zahlt sich auch nicht von alleine. Nee, Spaß, alles gut. Ich wünsche dir auch einen fantastischen Tag, bleib gesund, behalte deinen geilen Humor und vergiss niemals. Wolfgang Amadeus Mozart hieß mit richtigem Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Wow, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie scheißegal mir das ist. Euer Zeo. Okidoki. Ja, sehr schön. Lasst auch ein Abo bei Zeo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Sehr guter Kanal. Lasst auch beim Held der Steine ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und lasst beim Zwergenfürsten ein Abo da, wenn das noch nicht getan habt. Ja, schaut auf Twitch vorbei, lasst ein Follow da. Da wird auch ab und zu mal gestreamt. Ja, also, da bin ich nach oben. Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Haut mir eure Meinung in meine Kommentare. Ja, und ja, habt ihr noch einen ganz tollen Tag. Haut da rein. Sehr schön.